Grüße, mein Name ist MC Cosmo, willkommen zu PNG Fahrenheit. Hi Tyler. Oh, Carla sucht dich. Ja, ich weiß. Und, rückt die Pensionierung näher? Ja, Gott sei Dank. Eigentlich weiß ich schon, wo ich hin muss. Aber ich würde trotzdem gerne dieses ganze Revier mal erkunden. Gibt es bestimmt noch irgendwo was wieder zu holen. Irgendwelche 5 Belohnungslebensdinger. Tyler, welch ein Zufall! Ich hab dich schon überall gesucht! Oh, Mist! Erinnerst du dich, dass ich dir vor einem halben Jahr 100 Piepen geliehen habe? Ich wäre dir dankbar, wenn ich sie möglichst bald zurückkriegen könnte. Zum Beispiel jetzt sofort! Freundschaft, Probleme, Freundschaft, Chef, boah! Glaubst du an Jesus Christus, Gottes Sohn? So schnell kann man nicht lesen. Denn er glaubt an dich. Und da oben von seiner Wolke aus sagt er dir, Geld ist unbedeutend, Jeffrey. Das Einzige, was wirklich zählt, ist Liebe. Wirklich sehr lustig, Tyler. Und jetzt rück dir 100 Dollar raus, bevor ich sauer werde. Aufschub, Vorschlag. Ich schlag dir was vor. Wir spielen eine Partie Basketball um deine 100 Dollar. Gewinnst du, gebe ich dir auf der Stelle 200 Dollar. Aber wenn ich gewinne, sind wir quitt. Wenn ich gewinne, kriege ich 200 Dollar? Ich gebe dir mein Wort. Abgemacht. Aber lass dir nicht im Traum einfallen, nicht zu zahlen, wenn du verlierst. Kapiert? Keine Sorge, Jeffrey. Sobald ich Zeit für eine kleine Pause habe, komme ich zu dir. Könnt gelöst. Ich wollte eigentlich noch mal zu diesen Ermittlern hier hinten. Am Tyler. Okay, kann man nicht hin. Weil die haben ja irgendwie was gefunden. Na gut. Dann gehen wir mal zur wartenden Carla. War die Bedienung noch nicht da? Sie kommt gleich. Garrett hat die Ergebnisse. Kommst du mit? Ich häng nur die Jacke auf und komm dann. Okay, bis gleich. Na, dann machen wir das doch mal. Wenn er es schon sagt. Jacke. Gut. Ein paar Bälle werfen hier. Ich dachte, es kommt ein Quicktime-Event, das ich irgendwie da in den... Hoppla, da habe ich wohl nochmal nach oben gerückt. Na gut, macht nichts. Aber das hätten sie ruhig noch mit einem Quicktime-Event machen können, ja, dass du irgendwie Tasten drücken musst, dass es uns fallen lässt und dann wird er nervös und depressiv. Okay, setzen wir uns erstmal an unseren Arbeitsplatz. Ein paar E-Mails checken. Die ich nicht vorlese. Aber man kann ja mal gucken. Da hat er auch Zugriff auf Datenbank. E-Mail. Leisure. Penis enlarge. Spam. Virus. Installieren Sie bitte das gehängte Update. Ah, schön. Tut mir leid. Sam. Lebenslänglich für 200 Peer-to-Peer-Piraten, okay. Also hier, Torrent und
Die Mühle. China. Kältewelle. Opfer. Menschen. Datenbank. Keine Einträge. Nächstes Wort. Funktioniert nicht. Na gut. Ich muss jetzt nicht unbedingt an jedem Rechner lesen, wie das Wetter ist. Jetzt müssen wir wieder den Gerichtsmediziner suchen. Ach, da vorne ist er. Immer Carla nach. Da ist er. Ist doch schon etwas riesig hier. Und? Womit willst du anfangen? Was hat das Messer ergeben? Jede Menge Fingerabdrücke, die mit denen an Gabel und Glas vom Tisch des Verdächtigen übereinstimmen. Hm, der Mörder saß also definitiv an diesem Tisch. Und die Klinge? Die hat's in sich. Da ist definitiv Blut des Opfers dran. Aber das Komische ist, dass auch Blut vom Mörder dran ist. Frank fand unter einem der Tische im Restaurant ein Buch. War von Shakespeare. Der Sturm, glaube ich. Waren Abdrücke drauf? Ja, und die stimmen mit denen von Gabel und Glas überein. Es war also definitiv sein Buch. Sah ganz schön alt aus. Vielleicht ist darüber noch irgendwas rauszufinden. Und? Was haltet ihr von all dem? Im Moment gar nichts. Dieser Fall ergibt einfach keinen Sinn. Daran ist irgendetwas faul. Weißt du, bei all den Verrückten, die heutzutage frei rumlaufen, ergibt nichts mehr einen Sinn. Diese Mörder wissen meist selbst nicht, was sie dazu trieb. Die Welt wird immer verrückter, Carla. Glaub mir. Danke für deine Hilfe. Bis später. Und, was machen wir jetzt? Du kümmerst dich um das Phantombild. Ich frage in der Gerichtsmedizin nach, ob die Autopsie irgendwas ergeben hat. Okay, bis nachher. So, was machen wir denn jetzt? Mit Lukas zur Arbeit zur Bank. Leichenschauraum. Oder die Polizeiwache. Ich bleibe jetzt mal bei Tyler und mache das Phantombild fertig. Herein! Guten Tag, Inspektor. Tag, Frau Morrison. Nett, dass Sie sich hierher bemüht haben. Nun setzen Sie sich. Tja, wir werden versuchen, ein Phantombild des Mannes anzufertigen, den Sie gesehen haben. Und zwar mit Hilfe eines Computerprogramms. Sie werden sehen, das ist kinderleicht. Wie eine Art Videospiel. Haben Sie schon mal ein Videospiel gespielt, Frau Morrison? Nein. Macht nichts, geht auch so. Wichtig ist, dass Sie sich genau zu erinnern versuchen, was passiert ist. Das Programm enthält verschiedene Modelle von Gesichtszügen. Sie gehen alle durch, bis das Ganze so aussieht wie der Verdächtige. Verstehen Sie mich? Ja, ich glaube schon. Okay, los geht's. Wenn ich fies bin, könnte ich ja jetzt irgendwas Falsches machen. Ja, abstehende Ohren. Wir machen jetzt einfach mal eine Falschaussage. Dass der Verdacht von uns weggeht. Hihi, ganz gemein, ganz gewieft. Hier, schiefer Mund. Na, das sieht doch super aus. Und auf alle Fälle lange Haare. Und mit dem Spitzbart. Das sieht doch genauso aus. Sieht das Gesicht so wie der Verdächtige aus? Ja. Ja, zumindest soweit ich mich erinnere. Keinerlei. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dieses Bild wird an alle Polizeistreifen, Flughäfen, Bahnhöfe und Busbahnhöfe verteilt. Wenn dieser Typ noch in New York ist, entwischt er uns nicht. Und Sie sollten mal ein Videospiel spielen. Oh, habe ich jetzt vergeigt? Naja, ich will doch mal so spielen, dass wir eine Chance kriegen für uns, für mich. Ich meine, wir spielen ja eh alle. Irgendwo spoilert man sich ja selber. Gut, jetzt gehen wir mal hier die Leiche untersuchen. Machen wir eins nach dem anderen. Leichenschau. Hätten sie ausschreiben können.
Okay, dann wollen wir mal anfangen. Wenn Sie möchten, können Sie draußen warten. Ich bleibe, wenn Sie nichts dagegen haben. Medizin interessiert mich. Und Autopsien auch. Ja. Wie Sie wollen. Keine äußeren Hämatome am Körper. Auf die Plätze, oh An Gott. Der rechten Hand zwei abgebrochene Fingernägel. Gescheitert. Ein großes Hämatom hinten am Schädel. Hinterhauptbein gebrochen. Ey, abnorme, was ist denn so schnell? Beider Pupillen. Warum sind seine Pupillen erweitert? Was hat er gesehen, bevor er starb? Drei Stichwunden zwischen der dritten und der fünften Rippe in Herznähe. Die Klinge drang tief ein. Die Stiche sind von vorne sowie von links nach rechts zugefügt worden. Der Mörder ist links. Ein Stich trennte die Aorta durch und die anderen zwei durchtrennten die linke und rechte Kranzarterie. Er hatte wirklich keine Chance. Die Klinge rutschte durch die Rippen und trennte die Arterien. Zufall, Kenntnisse, schnell, Kenntnisse. Glauben Sie, der Mörder hatte Anatomiekenntnisse? Könnte es sein, aber ich bezweifle, dass jemand, der sich in menschlicher Anatomie auskennt, so etwas tun würde. Um jemanden derart langsam und qualvoll sterben zu lassen, muss man schon gestört sein. Todesursache, Zufall. Jetzt geht's auf einmal wieder so langsam. Ich nehme jetzt mal Zufall. Glauben Sie, das war ein Zufall? Schwierig zu sagen. Die Chance, zufällig mit drei Stichen alle drei Hauptherzarterien zu durchtrennen, ist recht gering. Aber unmöglich ist es nicht. Ich habe schon einmal so einen Fall gehabt. Ist eine Weile her, in den 90ern, glaube ich. Genau identisch. Drei Stiche ums Herz herum, die je eine Hauptarterie durchtrennten. Hat mich damals sehr beeindruckt. Ich fragte mich, wie das möglich war. Der Fall hieß, wie hieß er gleich? Kirsten. Carsten oder Kirsten oder so ähnlich. Kirsten. Ja, genau, Kirsten. Kennen Sie diesen Fall? Noch nicht. Aber das steht als nächstes auf meinem Programm. Das haben wir ja vorher am Rechner rausgefunden, Kirsten. Okay, jetzt sind wir bei unserem zurück hier. So für den Namen, ey, die kann man sich gar nicht alle merken. Ich hatte hohes Fieber und zitterte am ganzen Körper. Meine Migräne bohrte mir erneut Löcher ins Hirn und zu alledem wehrte mein Magen jederlei Nahrung ab. Mein Körper schien gegen etwas anzukämpfen, aber ich wusste noch nicht, wogegen. Aber uns geht's ziemlich cool, sehe ich gerade. Ja, da habe ich gerade was gesehen. Da lag doch irgendwo... Da. Ey, Kamera, spielst du mit? Dorthin muss ich. Ja, ist so ein bisschen Resident Evil-like. Ich würde ja gerne mal die Verbände untersuchen lassen, beziehungsweise diese Zeichen, die da reingeritzt hat. Ich muss einfach weitermachen, als sei nichts geschehen. Bloß kein Misstrauen erregen. Trotz meines Zustands beschloss ich, wie gewohnt zur Arbeit zu gehen. Ah, der rote Punkt ist Misstrauen, so wie es aussieht. Aber wo ist unser Platz? Ist er da hinten? Was hat sich da gerade bewegt? Der rote Punkt ist doch eigentlich eine Person gewesen, oder? Bin ich verkehrt?
Mal ein bisschen langsamer laufen hier. Easy going. Ich bin Leiter der Informatikabteilung bei der Nasum und Jones Bank. Ich teile mein Büro mit... Weißt du, wie spät es ist? Was ist denn mit dir? Oh, sorry. Ich hatte ein kleines Problem auf dem Herweg. Ich musste nochmal nach Hause, um mich umzuziehen. Jetzt habe ich aus Versehen den Dialog weggeschnitten. Also, ich bin einen Schritt zu weit nach vorne gegangen. Jetzt weiß ich nicht, wie der heißt, mit dem wir uns das Büro hier teilen. Mist. Naja, machen wir mal Arbeit. Dieser Typ ist so komisch. Direkt unheimlich. Wie bitte? Was? Hast du was gesagt? Nein, ich habe nichts gesagt. Ist wirklich alles in Ordnung, Lukas? Ich habe was gehört. Als ob ich Gedanken lesen könnte. Haben wir da Leben irgendwas gefunden? Tiffany und ich. Dürfte vor 2 Jahren gewesen sein. Ich hab's einfach noch nicht wegwerfen können. Lukas? Alles in Ordnung? Ja. Ja, alles klar. Ich würde gerne wissen, wie der heißt. Der Arbeitskollege. Lucas Kane? Hallo, Lucas. Hallo, Tiffany. Ich habe dir gestern Abend eine Nachricht hinterlassen. Ich möchte ein paar meiner Sachen bei dir abholen. Passt es dir heute Abend? Ja. Ich dürfte so gegen 8 Uhr zu Hause sein. Okay, wird nicht lange dauern. Ist alles in Ordnung, Lukas? Ich muss Schluss machen, ich hab zu tun. Tschüss. Gescheitert. Wenn man einmal daneben drückt, dann war's das. Hallo? Ja, wir schauen sofort nach. Nummer 62 hat ein Problem. Ich gehe hin. Nein, lass. Ich mach's. Wie du willst. Ich mach's nicht. Ich will jetzt noch mal ein bisschen arbeiten. Quicktime-Events machen. Okay, das geht nicht. Wir müssen jetzt... Na dann, auf zur 62, wo auch immer das ist. Ich hoffe, dass wir irgendwie einen Hinweis kriegen oder eine Karte. Ah, sieht gut aus. Müssen wir uns beeilen. IT-Krise. Die Hardware brennt ab. Die Festplatte versucht, den Monitor zu fressen. Die Kabel gucken raus. Ein Gemetzel. Oh, Scheiße. Alter, was war das denn? Ist ja unheimlich. Ja, Handwerk. Das klang jetzt aber wie... Bewegung. Bewegung. Ach.
Ey, so viel! Blau sieht man immer ganz schlecht. No. Ah! Ich drücke doch so schnell ich kann. Okay, jetzt habe ich einmal daneben gedrückt, aber es hat noch als super gezählt. Scheiße. Mist, jetzt hat es uns einen Lebenspunkt abgezogen. Das muss ich alles in einem Stück schaffen. Wer soll denn das schaffen? Was war denn das jetzt? Weil ich spiele auf normal, ja. Das ist der einzige Unterschied in der Schwierigkeitsstufe bei dem Spiel, die Quicktime-Events zwischen Easy, Normal und Hop. Eine zweiköpfige Schlange. Ein Kopf in dieser Welt, einer im Jenseits. Wehe dem, der durch die Schlange hindurch sieht. Lukas? Lukas, was ist los? Hörst du mich? Alles in Ordnung? Hey, du hast dich verletzt. Du blutest. Ich muss weg. Ich hatte keine Ahnung, was geschehen war. Aber eins weiß ich. Diese Dinger hätten mich fast umgebracht. Da hat er der Synchronsprecher wohl keine Lust mehr, wo er gesagt hat. No, no! Jemals Fragezeichen. Ich war ausgelaugt. Nach dem Vorfall im Büro fragte ich mich, ob ich noch bei Verstand war. Ich war dermaßen erschöpft, dass ich keinen Schlaf fand. Ich fürchtete, von Albträumen heimgesucht zu werden. Ich ging im Zimmer auf und ab. Ich wäre liebend gern ins Bett gegangen, aber ich bekam die Augen nicht zu. So, dann hat es wieder gespeichert. Boah, Wahnsinn. Aber das muss ich sagen, das gefällt mir jetzt besser. Das konnte man früher bei der PlayStation nicht einstellen. Diese Quicktime-Symbole, die waren wirklich unterhalb vom Bildschirm. Und da konnte man sich nicht auf das Geschehen konzentrieren, was da überhaupt passiert ist. Also man hat es verpasst, weil man sich so sehr konzentriert hat, wo man mit Analogstick drücken muss. Ich weiß doch nicht, warum die das jetzt so farbig gemacht haben mit X, Blau, Gelb und Grün. Aber ich glaube, das hatte damals auch noch eine Rolle gespielt. Man musste mit den Analogsticks in irgendeine Richtung drücken und auch noch zeitgleich mit den Tasten irgendwas machen. Wobei die Anordnung ist ja eigentlich von Farben her genauso wie der Controller. Naja, egal. Es funktioniert mit den Analogsticks hoch, runter, links, rechts, ist egal. Gut, das war Playing Games, euer MCB Cosmo. Ciao.